Tatsächlich war für mich interessant, dem hinterherzugehen, was damals passiert ist, weil man sich natürlich auch mit Sachen auseinandersetzen darf, wenn man so eine Arbeit macht, an die man sonst gar nicht so nah rangehen würde. Aber es ist eine interessante zweischneidige Figur, die ich da spiele. Das ist eigentlich, wir lernen Journalisten kennen, der Jagd macht auf die Wahrheit hinter diesem Fall und irgendwann in Sphären ist, wo man sich eigentlich fragt, jagt er noch jemanden oder ist er schon der Gejagte? Film ist letztendlich Unterhaltung und es ist natürlich immer schön, wenn es noch eine Spur gibt, wo man noch was erfährt oder wenn es einen Diskussionsstoff gibt oder man sich anders über diesen Film, weil es ein Thema gibt, was ein bisschen mehr ist als dieser Film. Es ist immer was Schönes, wenn es gut gemacht ist. Filmfest München hat totale besondere Bedeutung für mich, weil ich mit meinem allerersten Film, den ich jemals gemacht habe, Am Ende kommen Touristen hier war und dann hier auch einen Preis bekommen habe, Förderpreis Deutscher Film. Ich war damals gerade von der Schauspielschule weg und damit begann eigentlich alles, ehrlich gesagt, für mich. Insofern bin ich sehr, sehr gerne hier und sage das auch sehr, sehr gerne.